Hier stimmt doch irgendwas nicht. Bin nicht ganz sicher, ob das Dota ist. Wir haben vor dem Spiel in der Lobby miteinander gesprochen und Picks diskutiert und uns dann auf was geeinigt, was wir jetzt hier spielen. Ganz offensichtlich kann das ja nicht stimmen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hier ist irgendetwas sehr seltsam. So, was nehme ich hier noch mit dazu? Ich hätte auch mal sogar mit Boots anfangen können. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Bisschen verwirrt bin ich immer noch, weil ich überlegt habe, was ich mit. Was ich mir kaufe, aber ich fange einfach mal so an. Ein bisschen Ring of Protection noch. Dann werde ich mir relativ schnell einen Basilius machen für die Lane und dann Boots. Das sollte reichen. So, wie lange hält der Ulti? 4 Sekunden. Das ging auch gegen Platzsieger ganz nice. Sieht nicht aus, als würden sie mich hier brauchen. Ja. Eine für uns, eine für die Gegner. Das passt. Das ist das Problem jetzt, dadurch, dass er einmal Aggro gezogen hat, haben wir den Ranged Creep, oder sie, ihre Lane hat den Ranged Creep zuerst verloren. Was jetzt die Lane pusht. Der Rubick hängt da ab. Okay. So. Ja, hab ich auch nicht ganz verstanden, was im Endeffekt, was das jetzt war. What the fuck this was? Haben Yoda im Team. Leider erst an den Centaur ran, dachte ich, kann ihn noch ein bisschen ablenken. Ach, der Port war unnötig. 100 Gold verschwendet. Na, fuck it. Ja. So viel Tech Damage habe ich am Anfang noch nicht. Ich bisschen wenig Lebenspunkte gerade. Ja, da hinten kriegen wir ihn nicht mehr. Und jetzt das auch noch, okay. Kriegen wir alles schon noch hin. Ja, wir brauchen die Stunts halt ein bisschen hintereinander gechained und nicht so. Sonst wird es nicht ein bisschen blöd.
Schuss. So. Look to your own. Ne? Ich dachte, die Mensch schießt da gleich nochmal drauf. So, hole ich mir erst die Boots. Oder bin ich nicht ganz sicher. Ja, die Healing Self, danke. So, sie haben jetzt eine Menge benutzt. Vielleicht können wir es mal ausnutzen. So nicht, Rubik. Ah, da ist der Centaur schon wieder. It's not time yet. Not yet. It's not your middle tower is under attack. I'm not ready. Na gut, dann nicht mehr. Das ist das Problem, muss den ganzen Stunts ausweichen vom Centaur und dann der Drop vom Rubik. Alles ein bisschen nervig. Aber in diesem Fall hat es dann am Ende geklappt. Bench. Autsch. Pack fehlt, ja. Gute Info. Brauchen tatsächlich ein paar Wards. Die Sentries sind sehr nett. Aber so viel helfen die uns noch nicht. Ah, mein, ein paar schöne Last Hits. Okay. Jetzt kommt der Task hier nach unten. Lass mal raus hier. Oh, so knapp. So knapp. So, da sind wir auch rausgekommen. Ja, den Platziker kriegen wir nicht mehr. Ja, das kaufe ich mir lieber im Sideshop.
Congratulations, your middle tower is being attacked. Not yet. Denied. So, ich will nur die Wave ein bisschen zurückziehen. Komm! Ja, mal hin mit dem Ulti. Es war nicht so schlecht. Fuck. Ne? Bottom tower being attacked. Das war knapp. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein Level doch in Overpower stecken. Als nächstes. Und dann brauche ich auch wieder ein Town Portal. 4,12 steht's. Jetzt nicht so gut. Gerade nachgerechnet. So, mal ein bisschen Leben wieder regenerieren hier. Go, 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 go! Jawohl! Schade. Okay. Eher nicht so gut. Muss ja auch ein bisschen aufpassen, die waren hier gerade im Jungle unterwegs. Ich würde davon ausgehen, dass sie jetzt dahin sind. Ach, zu langsam. So, ein Town Portal will ich schon. Da kommt der Centaur angegeigt. Naja, ich mache kurz einen Jungle. Ist mir zu blöd in der Lane. Das Doofe ist, ich kann auch nicht so leicht wie sonst Roshan machen. Aber wenn ich dann ein bisschen wenig HP habe, sieht das gleich der Blattsieger. Okay, der Nax war hier, okay. Interesting. Ja, im Moment erreicht mir tatsächlich nicht so viel. Hab mein Town Portal ready.
hat der Pack inzwischen. Ja, noch nichts Zählbares zumindest. So, mal hin. Verbraten ist auch gerade ein bisschen Zeit. Sehr gut. Aha, immerhin noch den einen Schlag durchgebracht. So, als nächstes gibt es einen Blinkdagger. Kriegen wir den irgendwo zu fassen, den Pack? Nein, schon in der Mitte. So. So, mal her mit dem Scheiß. Im Moment will ich ungern Roshan angehen, weil das alles so... Ja... so offensichtlich ist, Moment, für dich. So. Zack, zack, zack. So geht's doch. Jetzt muss ich ein bisschen Mana regenerieren. Und jetzt kann ich tatsächlich mal, wenn wir jetzt mal ein bisschen uns Freiraum verschaffen, mal mit einem Smoke bei Roshan reinschauen nachher. Wieder mal wieder versucht, mich zu killen. Der Depp. Ich brauche eigentlich nur noch eine Blade Mail. Was? Na, wo ist er hin? Okay. So. Erstmal zurück in die Base. Oder? Na, vielleicht auch erstmal kurz nochmal. Da nicht. Bei denen hier hochheilen. Was hat denn der inzwischen? Ist eine Gefahr? Geht so. Ist halt Hand of Midas gegangen, das heißt, er farmt natürlich schneller als ich. So. Jetzt erstmal zurück in die Base. Dann voll hoch ein und wenn wir dann mal wieder ein, zwei Kills machen, dann hole ich mir Roshan.
Your bottom tower is under attack. Okay, das habe ich dann doch abgebrochen. Habe ich mir dann, kurzfristig anders überlegt. Ja, das war dann keine gute Idee mehr, nachdem da 3 der 4 waren. Mit dem Raster wären wir mehr gewesen. Ja, das war in der Tat dann nicht gut. Fuck. Es fing sehr gut an. Okay, das ist jetzt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, killt den Lifestealer. Sehr schön. Nein! Hau bloß ab, genau. Scheiße, ein Remnant. Ein Remnant hätte es da gebracht. Es fing ganz gut an. Hatten den Lifestealer fast down. Richtig knapp. Autsch, bisschen zu weit gegangen. Oh, sehr schön, sehr schön. Komm, swap. Fuck. Ja, aber insgesamt war es gut. Okay, haben sie gut gespielt. Das war ganz gut gemacht. So, Base of Strength. Wir müssen gerade ein bisschen aggressiv spielen. Entweder, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder avoiden wir den Kämpfe komplett. Oder man merkt es auch, wenn wir ein bisschen aggressiv reingehen, was wir in der Mitte erst gemacht haben, erst den Bloodseeker abgesammelt, dann den Rubik. Es kann natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber ich glaube, wir sind nicht in so einer schlechten Position. Von daher. So, ich muss auf jeden Fall mal meinen Basher fertig bekommen. Leider haben wir jetzt keinen Shadow Shame in Ulti mehr. Wie läuft's denn für den Storm? Nicht so gut. Kein schnelles Orchid. Fuck. Und da gehen sie alle kaputt. Fuck, beinahe noch weggekommen.
Noch ein bisschen Momentum unten auf die Wave. Da ist der blöde Pack. So, Storm lebt gleich wieder. Ja, immerhin. Nicht ganz sozusagen den Hauptpreis bekommen. Autsch. Nicht laufen danach. Okay, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät. Das brauchen wir den Lucky Stun. Na, da war der Ruby gerade. Na, vielleicht kriege ich hier ein sauber. Komm, eins dann. Sauber. Nein! Eingeklemmt. Ah. Naja, wenigstens anscheinend ärgert sich der Pack, dann war es doch schon wert. Was macht er denn immer? Storm ist gegen Blattseeker eigentlich so gut, auch zum Entkommen. Kann wegsippen und währenddessen schon mal den Town Portal anleiern. Und. Blattseeker ist noch nicht mit dabei. Storm. Na, kommt her! Ihr wollt es doch auch. Ah, dann halt nicht.
Braucht blöde Detection mal für den. Ups. So, stimmt der Nakes mit drin. Ja. Ein bisschen hochheilen, okay. Go. Ah, schön gemacht, der Rubik. Sehr schön. Und damit habe ich mein Abyssal Blade. Das ist richtig gut. Na, fast. Komm! Ja! Sehr schön! Killt ihn auch noch. Und traumhaft, Jungs. Gut gemacht. So muss das laufen. Schönes Teamwork. Ja, guck. Hat sich schon in der Lobby... Oh, nice. Hat sich schon in der Lobby abgezeichnet. Damit tatsächlich über die Picks gesprochen und es trägt sich ins Spiel fort. Tatsächlich gute Games. Wahnsinn. Schön, 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 Jungs. Okay. Ja, alles hier reported werden muss. Kann man sich auch kaum merken. Ups, haben noch Town Portal. Dass er nicht rausgeht, das wäre schon... Hätte ich ja schon langsam hinlaufen können. Den ganzen Weg. Meine Herren. Komm. Ne. Haste-Rune. Okay.
So. Ja. So, weg mit dem Tower. Jetzt direkt vor den Tier 3 Porten vielleicht etwas übertrieben. Eigentlich wollte ich erst den großen. Wo ist der Pack hin? Ich gehe einfach mal. Ups, nicht bewegen. So. Wollte eigentlich nicht das Abyssal Blade für den Nächsten benutzen, aber hilft ja nichts manchmal. Okay, jetzt geht's gerade völlig aus dem Ruder. Puh, dafür, dass wir am Anfang doch hinten lagen, haben wir es noch schön gedreht. Schön mal in 10 Sekunden BKB. Na komm, ich will auch mitmachen. Wenigstens einmal draufhauen. Nein! Doof natürlich nicht. Der Wahnsinn! Ein Spiel, in dem es tatsächlich geklappt hat, mal in der Lobby miteinander zu reden, sich Picks zu überlegen und ein Team zu bauen. Total verrückt, dass es sowas noch gibt. Und prompt haben wir mal ein gutes Spiel gehabt. Ganz schön irre. Hoffentlich passiert sowas nicht nochmal. Mit Dota hat das ja nicht viel zu tun.